Kindergeld auch ohne Vorlage der Steueridentifikationsnummer. Die Zahlung des Kindergeldes wird auch dann fortgeführt, wenn bis zum 1. Januar 2016 keine Mitteilung der Steueridentifikationsnummer vorliegt. Darauf weist nun die Agentur für Arbeit hin. So ist es aktuell nicht erforderlich, diese mitzuteilen oder die Service-Rufnummern der Familienkasse anzurufen. Durch ein automatisches Meldeabgleichsverfahren liegen den örtlichen Familienkassen bereits ein Großteil der Steueridentifikationsnummern vor. Sollte dies nicht der Fall sein, werden Kindergeldberechtigte im Laufe des Jahres 2016 von ihrer zuständigen Familienkasse kontaktiert. Kindergeld wird auch ohne Vorliegen der Steueridentifikationsnummer fortgezahlt. Weitere Informationen zum Kindergeld gibt es im Internet unter www.arbeitsagentur.de. Mercator-Quartier. Projekt geht in die nächste Phase. Die archäologischen Untersuchungen zum geplanten Mercator-Quartier gehen in die entscheidende Phase. Das hat die Stadt nun mitgeteilt. Bei Voruntersuchungen wurden 2012 bedeutsame archäologische Funde, unter anderem im Bereich des ehemaligen Wohnhauses von Gerhard Mercator, dokumentiert. Diese Funde machten eine umfangreiche Umplanung des Wettbewerbergebnisses erforderlich. Zudem sollen sowohl das Mercator-Haus als auch das Haus Otto Vogels wieder aufgebaut werden. In der nächsten Woche will die Stadt über Einzelheiten informieren. Wohngeldnovelle tritt im neuen Jahr in Kraft. Zum 1. Januar 2016 tritt die Wohngeldnovelle mit erheblichen Leistungsverbesserungen für Wohngeldempfänger in Kraft. Alle Haushalte, die bereits jetzt Wohngeld bis ins Jahr 2016 erhalten und denen aufgrund der Wohngeldnovelle ein höheres Wohngeld zusteht, bekommen Anfang Januar automatisch einen neuen Bescheid mit dem erhöhten Betrag. Wohngeldanträge, über die noch nicht entschieden wurde, werden ab Januar 2016 ebenfalls nach der Wohngeldnovelle berechnet. Haushalte, die durch die Wohngeldnovelle erstmalig einen Anspruch auf Wohngeld haben könnten, müssen einen Antrag stellen. Die Stadt weist darauf hin, dass aufgrund des zu erwartenden hohen Antragsaufkommens es zu erheblichen Wartezeiten in der Wohngeldstelle kommen kann. MSV-Autogrammstunden – Zebras auf dem Weihnachtsmarkt. Wie bereits in den vergangenen Jahren veranstaltet der MSV auch 2015 regelmäßige Autogrammstunden auf dem Weihnachtsmarkt. Am Gemeinschaftsstand von Schauinslandreisen, dem Duisburger Zoo und dem MSV sitzen werktags abwechselnd Vertreter der Herren- und der Damenmannschaft. Ein Highlight für alle Fans wird es am kommenden Nikolaussonntag geben. Ab 15.30 Uhr gibt es ein Meet and Greet für Kinder mit allen drei Maskottchen der Stadtvertreter. Ebenfalls werden Nikolaus-Überraschungen an alle Besucher verteilt. Den MSV-Weihnachtsmarktstand finden alle Interessierten an der Königstraße direkt am Lifesaver-Brunnen. Die nächsten Autogrammstunden sind am 8. Dezember mit Nicole Munzert, Rahel Kiewicz und Lee Falcon, beziehungsweise am 9. Dezember mit Thomas Bröker und Michael Ratajczak. Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Duisburger Wasserballer starten Crowdfunding-Aktion. Über Crowdfunding sammeln die Wasserballer des ASC Duisburg e.V. Geld für Fan-Equipment. Damit die Stimmung am Beckenrand stimmt und die Fans die Mannschaft geräuschvoll unterstützen können, sollen unter anderem Trommeln und Luftdruckfanfaren angeschafft werden. Eine Trommel kostet alleine 500 Euro. Insgesamt werden 777 Euro für den Kauf benötigt. Der Überschuss soll in die Werbung für die Sportart Wasserball fließen. Wer spendet, erhält je nach Betrag eine Prämie. Die Spendensammelaktion läuft 60 Tage lang. Informationen dazu gibt es auf der Internetseite des ASCD unter www.ascd.de. VHS-Vortrag zum Islamischen Staat. Am kommenden Montag, den 7. Dezember, lädt die VHS zu einem Vortrag zum Islamischen Staat ein. Darin wird der Duisburger Politik- und Islamwissenschaftler Thorsten Gerald Schneiders beleuchten, wieso die Entwicklungen rund um den IS viele Politiker überrascht haben und wie es überhaupt zu seiner Entstehung kommen konnte. Zudem geht er der Frage auf den Grund, was den IS für junge Menschen in Europa attraktiv macht und welche Gefahr von den Rückkehrern ausgeht. Vortragsbeginn ist um 20 Uhr in der Volkshochschule im Stadtfenster an der Steinschen Gasse. Sonntagsführung im Lehmbruck-Museum. Die Kunstvermittlerin Friederike Winkler-Rufenach führt am Sonntag, den 6. Dezember, von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr die Besucher des Lehmbruck-Museums durch die Glashalle. Im Mittelpunkt stehen dabei die Werke von Auguste Rodin, Julio González, Alberto Giacometti, Günter Uecker und Rudolf Belling. Die Führung kostet 2 Euro. Sonnenschein und milde Temperaturen, so zeigte sich heute das Wetter über dem Stadtgebiet. Morgen wird es dann wieder wechselhaft. Bei Höchstwerten von 11 Grad gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Der Samstag bleibt trocken, jedoch wird es windig. Bei Werten zwischen 6 und 10 Grad besteht Sturmgefahr ab Windstärke 8. Auch der Sonntag bleibt trocken, bei bis zu 12 Grad wird es meist wolkig.
Autofahrer aufgepasst, es wird wieder geblitzt im Stadtgebiet. Und zwar auf der Talbahnstraße in Obermeiderich und auf der Van Gogh-Straße in Bergheim. Und es wird auch wieder gebaut. In Baal wird morgen ab 7.30 Uhr die Hermann-Löns-Straße gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen Riedweg und Geeststraße. Grund für die Sperrung ist der Einsatz eines Krans, der Arbeiten am Eckhaus Geeststraße durchführt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 15 Uhr. Und in Hochfeld ist noch bis voraussichtlich den 11. Dezember der Verkehr auf der Wannheimer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt. Und in Hochfeld ist noch bis voraussichtlich 11. Dezember der Verkehr auf der Wannheimer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt. Grund ist der Ausbau der Straße. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Karl-Jahres-Straße und Heerstraße. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt.